Ausweichen. Da dann auch ausweichen, wenn die Kreuzung frei ist. Abfahrtszeit 17:30. Umkehren passt. So, Dividenden. Haben wir noch ein paar Aktien am Start, genau. So, und so. Mal schauen, ob das jetzt passt. Wenn ja, kann ich den Dreier auch verkaufen. Das passt. Naja, abgesehen davon, dass wir ihn ja verwenden könnten. So, wieder ein 813. Der fährt relativ flott und hat auch eine hohe Kapazität. Ja, dann könnten wir eigentlich Dreier und Vierer durchaus so einen nehmen. Und das sind jetzt die, die hier fahren. So. Mal mit dem da starten. Selbes. Abfahrtszeit. 8 Uhr. Umkehren passt. Auf das rechte Gleis, bitte. Da einstündiger Halt, geradeaus, das passt. Da auch mal einstündiger Halt umkehren und beim Zurückfahren. Das hier nehmen auch wieder einstündiger Halt und passt. Mal schauen, was das wird. So, 8 Uhr, da fährt er. Einstündiger Halt. Zack. 18:50 kommt er an. Dann machen wir da 19:30 draus. Und sollte sich hoffentlich auch ausgehen zum Zurückfahren. Das tut's. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann der Vierer. Hui, netter Umbau. Aber bis jetzt funktioniert es halbwegs, so wie ich mir das vorstelle. So, umkehren. Okay, mal auch 19:30 sollte ich eigentlich hinhauen. Da ist ja auch einstündiger Halt, nehme ich an, geradeaus, genau. Und da 8 Uhr umkehren, das passt auch noch. Brauchst du noch die Weichen, so und so, und mal schauen, ob das hinhaut. Da fährt er. Das Gleis ist ja frei. Und um 8 Uhr geht's wieder los. Perfekt. Perfekt. So, dann kann der ganze Glumpatsch mal weg. Puh. Aber läuft. So, auf den 17er aufpassen. Da gehen wir in die Höhe. Schräges Gleis, so. Und selbes Spielchen. Wieder drüben. Und ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, auf lange Sicht wäre dann natürlich geplant, so, dass ich den Bahnhof in die Höhe versetze und den Bahnhof auch in die Höhe versetze. Ja. Also. Und den natürlich auch. So, nach und nach. Das ist jetzt nur die Vorbereitung für das Ganze. So. So. Die Kreuzung noch. Die Weiche. Was sage ich da? Und Kreuzung. Keine Ahnung. Okay. Sehr gut.
Ja, und da im Prinzip ist dasselbe Spielchen, jetzt mal schauen, dass wir da die Reihenfolge irgendwie wieder halbwegs vernünftig hinbekommen. Wenn ich da schon beim Umdesignen bin, so mal überlegen. Da wird es auch was halbwegs Flottes brauchen, so wie den 813. Weil das soll ja auch da Zwischenstation machen. Okay, ja, da könnte ich eigentlich auch mich auf ein Gleis konzentrieren. Mach ich für den Moment mal. Nicht das da. Und ich mache da aber gleich so eine Kreuzung rein, einfach weil ich das Gefühl habe, ich brauche sie noch. Okay. So, die Lücke wird hier hoffentlich bald geschlossen. Gut. So, jetzt mal schauen. Wo sind denn die alle unterwegs? 8 und 10, die fahren da drüben durch die Gegend. Die möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht stören. 12 und 13 sind ja hinfällig für den Moment. 12 und 14. Dann schmeiße ich die mal raus. So. Passt, 9 und 11. Das sind die da oben. Die dürfen auch mal noch bleiben, wie sie sind. Und so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 13, 14 wird jetzt auch. Wo sind sie denn? Natürlich schon wieder nichts. Die da. Passt. So, 13. Spät ist es denn? Abfahrtszeit 8. Im Moment noch geradeaus. Darf ich nicht vergessen, umdrehen. Da ist sowieso einstelliger Halt geradeaus. Und da auch einstelliger Halt umkehren. 14, selbes in der Gegenrichtung. 8, umkehren, Pass, Durchfahrt. Umkehren, einstündig, tada. So. Und er fährt schon, weil, warum habe ich nicht gesagt, 8 Uhr eigentlich? So, sollte jetzt zumindest passen. Gut, schauen wir mal. Fahren um 8 Uhr los. So, dann noch fürs Ausweichen sorgen. Lädt sich im Moment eh von selbst fast, abgesehen davon, dass sie dann an abbiegen müssen. Beide. Rest soll eigentlich passen. So, treffen sich hier. Sehr schön. Und wann geht's zurück? Um 13 um 17:55. Ja, ist eine gute Zeit. Da kann ich das sogar lassen auf einfach eine Stunde. Das passt gut für mich. Ja, super. Passt. Passt, ist das auch erledigt. Jetzt wäre nur die Frage, whoop, braucht es jetzt noch die Direktverbindung? Und wenn ja, wie bringen wir die unter? Im Moment fast gar nicht, außer über das Gleis könnten wir uns durchschummeln. Da ist aber dann da kein Platz mehr. Außer wir überholen den und sind halbwegs pünktlich.
Ja, das wäre ein nettes Experiment fürs nächste Mal, zu schauen, ob ich da jetzt noch eine Direktverbindung hinbekomme. Naja, was heißt nächstes Mal? Wäre ein nettes Experiment für jetzt. Mal überlegen, der fährt da um 8 los, halbwegs ein flotter Zug. Also überholt den schon mal. Kommt dann rechtzeitig daher, wenn das Gleis frei ist. Fährt da, fährt da, fährt da. Schafft den 13er zu überholen. Puh. Das wird ein Morgenzug. So, mal schauen, ob das irgendwie was wird. Da nehme ich jetzt mal irgendeinen von weiter oben, der frei ist. Sag ich mal 25. So, wir sind halbwegs schnell und nicht gerade in Shinkansen. Nach Geschwindigkeit sortieren. Was ist denn das Schnellste unterm Shinkansen? Die berühmten von da AR7 und so weiter. Soll ich einen AR7 nehmen? Ich nehme eine AR7 und probiere es mit dem. Weil mich einfach interessieren würde. So. Sag ich mal, es ist ein Frühzug. Der fährt ab um 6. Mal schauen, ob er jetzt nicht zu früh fährt. Weil er fährt zu früh. Naja, wohl. Wenn ich hier die Kreuzungen austausche. Ja, das ist ein bisschen unideal noch so. Haut man nicht ganz hin. Weil da gibt es einen großen Crash. Naja, er wird es zwar schaffen, da abzubiegen und dem da hinterher zu fahren. Aber er sollte ihn ja überholen. Okay, lässt sich das da irgendwie lösen? Sag jetzt mal vom. Ich glaube, das lässt sich lösen. So. Okay. Jetzt passt auf, wie ich das mache. Oder wie ich es zumindest probiere. Und zwar entfernen, entfernen, entfernen. So. Passt und Nummer 5 und 6 nicht vergessen, da umzustellen. So. Ne, Moment. 5, 6, wohl. So, passt, oder? Wohl, passt. Okay, dann nochmal 25. Fährt hier ab, fährt darüber und der fährt jetzt aber um etwas später. Mal schauen, ob das was wird, so wie ich mir das vorstelle. So, 7, fährt um 7. Ist immer noch fast zu früh, aber passt. Aber der wird das dann nicht schaffen zu überholen. Nee, keine Chance. Ah, vor allem bleibt jetzt hier stehen. Nö, 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 der schafft das nicht. Okay, das wird für den Moment nichts, das behalte ich mir später auf. Ja, großer Umbau, aber ich glaube, man erkennt langsam, in welche Richtung es gehen soll, hoffe ich zumindest. Ja, mache ich es kurz, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.